Heute mache ich mich mal an die Re-EMF-Auswertung. Ich habe jetzt mal alle nummeriert, die Blätter. Ich rupp die jetzt alle ab und schmeiß die alle in eine Tabelle. Und wir sehen uns dann mit der Tabelle und ich quatsch noch ein bisschen dazu. So, jetzt machen wir mal die Auswertung zusammen. Und zwar, ich habe jetzt erstmal hier die Eingangsmessung. Wir sehen links, also die Tabellen sind immer gleich. Links sehen wir immer die Wattstunden. Und die Nummern unten sind die Nummern der Batterien. Ne? Das ist jetzt die Eingangsmessung. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal für jede Batterie einzeln die Durchgänge an und dann die Ausgangsmessung. Und zwar starten wir mit der Nummer 1. Hier hüben haben wir auch nochmal die Legende da davon. Das ist quasi, was jetzt hier in der Tabelle ist. Und ich habe es, wie gesagt, nach Wattstunden gemacht. Hier haben wir nochmal die Wattstunden. Die erste Ladung, wie ihr hier seht, hier, ist das CTEC-Ladegerät. In dem Fall ist das jetzt das Segelohren-Bob-Ladegerät. Es hat hier, ja, mit dem Segelohren-Bob Re-EMF wurde das Ding geladen. Glocken-Re-EMF war das, ne? Und die, wie gesagt, die erste Ladung hier ist CTEC, was 213 Wattstunden rausgebracht hat, das CTEC-Ladegerät. Und mit einem Durchgang mit dem Re-EMF vom Segelohren-Bob 289 Wattstunden, also fast 300. Ne? Also hier sehen wir schon einen deutlichen Unterschied. Hier war dann der zweite Durchgang, war ein bisschen weniger, 238. Da muss ich aber auch dazu sagen, das liegt doch dann mit an mir, dass ich vielleicht nicht ganz voll geladen habe und so. Also da bitte ich euch um Verständnis, das sind Test-REMFs. Ne? Ich habe da auch nicht... ging ein paar Wochen und nicht jeden Tag immer genau, das kann ich euch nicht, aber es wird noch signifikanter, ne? Also wir sehen aber hier schon, ne? Also das ist ein, ich kann nicht, 80 Euro Ladegerät oder so und ja, Re-EMF selber gebaut, bringt auf jeden Fall hier schon mal mehr. So, dann haben wir die Nummer 2, da haben wir hier unsere Daten, da ist mir sowas ähnlich, da haben wir hier mit dem CTEC 70, 80 Wattstunden rausgekriegt, ihr seht es hier. Und mit dem Segelohren-Bob seien dann leider nur noch die Hälfte und beim nächsten Durchgang habe ich sie dann kaputt gemacht. Ne? Da hatte ich, ich weiß jetzt nicht mehr an welchen Teil, ich habe euch die Playlist zu den Videos hier nochmal rein. Ihr seht auch in den Videos, wo man dann in die Kommentare und auch so, ich habe halt zu viel Strom drauf gegeben. Ne? Ja, Nummer 3, selbes Spiel, da habe ich mit dem CTEC wie immer eine Ladung gemacht und danach den von den Re-EMF von mir und den Achim und das ist leider dasselbe Spiel, ich habe zu viel Ampere drauf gegeben. So, hier haben wir die Nummer 4 und hier ist es schon extrem krass. Also das ist wirklich, Leute, ne? Also wir haben hier die Nummer 4 nochmal. Die erste Ladung, wie gesagt, der erste Balken ist CTEC, waren wir bei sage und schreibe 44 Wattstunden und glaubt mir, ich habe nicht beschissen und das abgezogen oder irgendein Müll, ich habe es einfach dran gelassen, bis gesagt hat, grün und voll. Ja, ne? Wie gesagt, das ist, ihr werdet lachen, ich weiß nicht, ob ich vielleicht blende ich das noch ein, Lamborghini-Ladegerät ist das, ne? Die armen Kerle, naja, ihre Ketten aus Gold, ne? Ja, und dann sehen wir hier, MikeTech, erster Durchgang. 146 Wattstunden, Wahnsinn, also Hut ab. Wobei ich hier auch wieder dazu sagen muss, ihr seht, hier ist der Sprung ein bisschen langsamer. Ich habe euch das jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge gezeigt. Also dieses 3 hier, das war später. Ich habe mit MikeTech seinem, glaube ich, angefangen. Wie gesagt, guckt bitte die Videos und habe mich langsam rangetastet. A, weil ich MikeTech seinen Re-EMF nicht kaputt machen wollte und ja, einfach langsam rantasten. Und ihr seht, das zahlt sich aus. Ne? Ich habe es jetzt schon vorweggenommen. Ihr könnt die Batterien auch kaputt machen mit dem Re-EMF. Ne? Gut, könnt ihr mit allen Ladegeräten, aber bleibt im gediegenen Rahmen und dann kriegt ihr die Batterien, seht ihr hier, dann geht es richtig vorwärts. Also MikeTech schon mal tipptopp meiner. So, die Nummer 5 war der Relais-Re-EMF. Da bin ich auch sachte rangegangen, der war ja damals kaputt gegangen. Ne? Da hat man das Relais gewechselt. Viele liebe Grüße nochmal an VEB.
dass er da Relais geschickt hat. Ich hatte die Kette mehr zum Ersatz und so. Mega geile Sache auf jeden Fall. Und ja, haben wir wieder 40 Wattstunden vom C-Tech-Ladegerät. Also man muss halt auch mal dazu sagen, ne? Das sind die Ladegeräte, die ihr alle kaufen könnt. Und ja, das sagte dann, die Batterie ist Schrott, ne? Nee, ist sie nicht. Das sind Lügen. Ne? Wie ich in den anderen Videos euch das auch erklärt habe, mit Ladeschlussspannung etc. Das ist hier dasselbe. Ja, auf jeden Fall, der RMF hier, ich bin ja auch sachte rangegangen. Ich bitte euch da auch bitte sachte ranzugehen, dass ihr eben auch Erfolge habt. Ihr seht es hier, es kann auch nach hinten losgehen. Aber hier, der Relais-RMF, haben wir hier 158 bei der Nummer 2 und dann so um die 160, 180. Und das Interessante, Jungs, das werdet ihr dann in den nächsten Dingen jetzt auch gleich sehen. Beim letzten Durchgang der C-Tech schafft es nicht mal, selbst wenn die Batterie dann wieder besser ist, zumindest mal, also 100% war die jetzt nicht. Aber wie gesagt, der Relais-RMF ist auch kaputt gegangen am Ende und ich konnte dann also das volle Potenzial nicht ausschöpfen. Also ich denke, da wären auf jeden Fall noch mehr gegangen, hätte ich den noch weiter benutzen können. Aber ihr seht hier schon, ne? Also und hier C-Tech sagt schon wieder, oh ja, ich mache immer ein bisschen weniger, nicht das Stück pro Ladung weniger und dann sagt er wieder, der Akku ist Schrott. Ja, dann lad doch 30 mal mit dem RMF und dann ist das Ding wieder, ne? Konnte ich leider nicht fertig machen, sorry. Bei der Nummer 6 habe ich jetzt hier in den Aufzeichnungen nur C-Tech. Irgendwie, ich glaube, die ist beim Entladen, glaube ich, kaputt gegangen oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, hier hat es nicht funktioniert. Wobei man bei der Nummer 6 eben noch dazu sagen muss, dass die Batterien ja auch teilweise schon sehr extrem waren und auch alt, ne? Waren ja keine neuen. Hier haben wir jetzt die Nummer 7. Das ist unser Günther Rempf. Und da, wie ihr seht, habe ich das genauso gemacht. Ich bin ganz langsam rangegangen, habe ganz langsam das hochgefahren und so. Hier ist mal noch interessant. Die erste und zweite Ladung, wie ihr hier seht, das hatte ich ja auch in dem Short schon, ist vom C-Tech. Also es ist vom ersten, von 31, zweiter Durchgang C-Tech, auf 24 gefallen. Ne? Also das habe ich gemacht, um gegen zu prüfen. Ne, nicht, dass das heißt, das C-Tech, wenn es zweimal hätte es mehr rausgekommen. Nein, kommt weniger raus. Ne? Es ist absoluter Schrott. Ne? Ja, und mit Günther Rempf, wie gesagt, bin ich auch sachte rangegangen. Es mag wahrscheinlich auch gleich mit dem ersten Durchgang hier gehen oder so. Aber wie gesagt, ich wollte die nicht kaputt machen oder so. Wäre ja schade drum gewesen. Hier haben wir am Ende, also Günther Rempf hatte hier Rekord 541, glaube ich. Der Segelohren-Bob, da haben wir dann spaßenshalber mal einen Segelohren-Bob seinen noch mal rangebracht, um zu gucken, ja, ob ein anderer Rempf nochmal mit dem interagieren kann oder so. Wie ihr hier seht, ungefähr gleich. Ne? Also ist jetzt nicht, war jetzt nicht so, dass es übelst brutal war. So, hier haben wir die Nummer 8. Ha, das ist der von VEB. Der Induktionsrempf war das. Ist das, war das. Und zwar, wir haben wieder Eingangsmessung mit C-Tech. Erbärmlich. Ne? Vor allen Dingen, es ist ein Regenerationsladegerät. Das muss man mal, ne, dazu sagen. Das ist nicht irgendein 0815 Ding. Das ist extra zum Regenerieren. Haben sie sich gedacht. Ne? Haben sie stets bemüht. Hat aber nicht geklappt, meiner. Ne? Gut. Naja, pass auf. Also erster Durchgang C-Tech mit sage und schreibe 43 Wattstunden und beim Johannes hier hat es gleich beim ersten Durchgang hat das Ding die Batterie richtig freigeballert wieder, also volle Bude, ne? Wie neu, nee, sind alte Batterien, ne? Ist klar, aber ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zwischen 43 Wattstunden und wenn wir jetzt mal so grob hier, nehmen wir mal hier die Mitte, 500, ne? Von, sagen wir mal, von 50 auf 500, das ist genau 10 mal besser als das, was ihr zu kaufen kriegt. Ja, moin. Mellers, wir müssen hier RMFs verkaufen. Dann haben wir hier noch die Nummer 9. Das war ein Astra sein RMF. Da haben wir die Eingangsmessung 152 Wattstunden und knapp 180. Ne? Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus. Eigentlich müsste es ja 180 sein. Ne? Ist nicht ganz dran. 104. Ach so. Das ist hier 3D. Oh, sorry Leute. Also 180 nach einem Durchgang sind 28 Wattstunden mehr. Und dann mit dem C-Tech nochmal nachgeladen. Und siehe da, in dem Fall hat C-Tech nach der Behandlung mit dem RMF auch
ja, nicht nur die Zinke halten, sogar mal ein bisschen mehr rausgehauen. Also die RMFs können auch diesen Schrottladegeräten helfen, dass die eben wieder richtig gut funktionieren. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum ich beim Astra nur einen Durchgang gemacht habe. Der grundlegende Test war, ob ein RMF funktioniert. Und ich denke, das ist hiermit mehr als deutlich bestätigt. Ich kann euch hier nochmal die Übersicht zeigen. Alle nochmal. Ja, ihr seht's ja. Und hier an der Seite habt ihr die Daten, wer das kontrollieren will, ob ich hier euch irgendwelchen Mist erzählt habe. Jetzt frage ich mich gerade, wo die Abschlussmessung ist. Die ist hier. So, jetzt haben wir nochmal schöne Übersicht. Hier nochmal die Abschlussmessung. Ja, die ist jetzt nicht ganz so aussagekräftig, sag ich mal. Ich denke hier Nummer 7 ist extremer Kandidat und eben auch Nummer 4. Ne? Wir hatten ja 7 und 8, können wir jetzt ja mal kurz gucken. C-Tech. Ne? Also, wie gesagt, bei denen hier, die waren ja halbwegs noch gut hier, 450 Wattstunden. Die habe ich, nehme ich auf meine Kappe, Jungs. Habe ich zu viel Ampere genommen, nehme ich auf meine Kappe, komm. Ne? Also bleibt mit der Ampere bisschen weit unten. Und ja, also vielen lieben Dank an alle Teilnehmer auf jeden Fall von der RMF Challenge. Hier, denke ich mal, konnte ich jetzt ganz gut oder zeigen, dass wir eben nicht alle spinnen und verrückt sind und uns irgendwelchen Krempel ausdenken. Nee, wir machen Messungen, wir prüfen das. Und hier, ihr seht, das bin nicht nur ich, sind viele andere auch, die ja sogar jetzt nicht teilgenommen haben, ne? Und ja, also ich kann euch nur raten, folgt mir. Noch ein kleiner Zusatz, das habe ich vergessen, und zwar hat der Falco, liebe Grüße an der Stelle, an Ultra Ampere gesagt, während des Tests, ja, und das ist ja nur dein C-Tech-Ladegerät, das ist ja scheiße. Ja, genau, Falco hat gesagt, das könnte ja am C-Tech-Ladegerät liegen, also ne, mit dem ich immer die Eingangsmessung gemacht habe. Und deswegen hat Falco mir ein zweites Ladegerät mitgebracht, auch so ein, ja, neueres Ladegerät, keine Ahnung, scheißegal, irgendein Ladegerät halt, ne? Beziehungsweise ich kann euch ja nochmal ein Foto einblenden von dem Ding. Und das habe ich dann nochmal gegengetestet bei der Nummer 1. Ich habe jetzt das Bild leider ein bisschen hier oben. Also erster Durchgang hier C-Tech, zweiter Durchgang Segelohrenbob RMF, dritter Durchgang auch Segelohrenbob RMF, dann eben das, die Endmessung. Und dann hatte Falco eben gesagt, hier komm, ne, hier Falco Lader habe ich jetzt mal hingeschrieben. Ach, jetzt war ich wieder verrutscht, hier sind wir. Und habe eben nochmal gegengeladen, um zu testen, ob jetzt das vielleicht doch an meinem C-Tech-Ladegerät liegt. Und wie ihr seht, liegt es daran nicht. Also ein Falco, das zweite Ladegerät, also Falco, das zweite Ding, was mir mitgebracht hat, ist noch schlechter wie mein C-Tech-Ladegerät. Ne? Also wieder genau 180 Grad verdreht. Haben wir aber zum Glück mit drin. Vielen lieben Dank, Falco. Und ja, das war's. Tschüss. Action for free.